dass wir in Kooperation mit dem Edeka-Händler, der hier in der Osterstraße ist, Lebensmittel eigentlich verteilen, die normalerweise in der Mülltonne gelandet wären. Also früher haben die das weggeschmissen, da haben die so bis zu 4 große Lebensmitteltonnen voll Lebensmittel eben einfach vernichtet, aufgrund dessen, dass die abgelaufen sind oder nicht mehr verkaufsfähig waren. Und da haben wir mit denen gesprochen, ob die uns das nicht eventuell rausgeben könnten, damit wir es verteilen können. Und das machen die seit November. Und dementsprechend stehen hier jetzt die Lebensmittel, die heute eigentlich in der Mülltonne gelandet wären. Wir treffen schon viele wieder, die da immer kommen. Hier kommt man um 9:30 her und dann kriegt man eine Kugel und dann geht das der Reihe nach. Alles schön ordnungsgemäß und darf sich 3 Teile raussuchen. Manchmal auch mehr, wenn noch viel da ist. Das ist immer eine schöne Sache. Die Kugel! Komm her! Ja, ich habe angefangen, einen alten Herrn immer, also einen Obdachlosen, der bei uns vor Edeka immer gestanden hat und hat gebettelt. Den habe ich immer abends die Brötchen rausgegeben und das habe ich täglich gemacht. Und irgendwann habe ich Marco Schäffler kennengelernt. Dann habe ich ihm das so einfach mal erzählt, durch Zufall. Und dann, zack, ist das daraus geworden. Ne? Also jetzt schmeiße ich nichts mehr weg. Jetzt geben wir nur einmal die Woche die Mülltonne raus, wegen wirklich Abfall und vergammelten Sachen. So. Und den Rest bringe ich nach hier. Die Leute essen das noch alle. Thank you.